Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Ages. Wir sind um den Gasha-Kern enttäuscht worden. Ja, unser Leben ist gar nicht wert. Wir gehen jetzt mal die Wache fragen, was sie sagen. Bist du auf der Suche? Was, bist du auch auf der Suche nach dem, wonach Ambi verlangt? Du solltest nicht weitergehen. Es gibt dort Horden schrecklicher Kreaturen. Naja, Horde. Außer die, den jeweils eine Horde repräsentieren. Sonst sehe ich da keine Horde, aber... Da bin vielleicht nur ich. Hey du Horde. Für eine Horde. Für eine Hortig da. Da können wir auch nicht durch. Okay, aber ich komme da. Die Viecher kann man verbrennen. Ups. Ach. Da. Plup. Du. Ja, das ist das Herz, das wir vorne gesehen. Mein Gott. Ich bin voll stolz auf mich. Und das heißt auch. Oh, hau doch ab. Du erhältst ein Herzteil. Bäm! Sammle 4, um einen weiteren Herzcontainer zu erhalten. Ja, und das haben wir jetzt gerade gemacht. Ein Herzteil. Es entsteht ein Herzcontainer. Woo, yeah. Okay. Sorry. Ich dachte, das wird dir das ein bisschen enthusiastischer unterstreichen. Okay. Jetzt gehen wir weiter. Gestärkt mit 5 Herzteilen. Machen wir auch durch. Ciao. Mal fragen, wo er durchkommt. Kauf etwas. Ein Schild für 30 Rubine. Okay. Das besitzt du bereits. Ja, sorry. Kann mir mal helfen. Mal schauen, komme ich da auch irgendwo anders an? Ich glaube nicht. Okay. Ja, würde ich sagen, gehen wir halt mal ein bisschen rauf, oder? Wir müssen wieder mal das Kraft haben an die Wechseln. Okay, das ist aber... Wow. Praktisch. Oh, wir sind wieder in einer Höhle. Mit, Zeug uns dahinter das Schwert zu ziehen. Ich kann einfach nur einen Nerv. Du hast 30 Rubine, feine Sache. Ja, finde ich auch. Mal schauen, wo sind wir da gelandet? Oh Gott, ich hasse euch. Wenn ich mal, sterbe. Du bist tot, okay. Gang. Aber, ja, gut. Wo kommen wir da rauf? Sonst gehen wir nachher noch in die andere Richtung. Also, in der Richtung. Oder. Kauf etwas, ein Schild für 10 Rubine. Ach ne, dann hau ab. Ich hab doch schon ein Schild. Ich meine, ich bin ein bisschen falsch. Okay. Aua, aua. Leute, jetzt einfach mal links liegen. Vor, wirklich links. Ist voll cool. Und herzlich finden wir da genug, dank den super tollen Fledermies. Wo ich aber noch ziemlich nerven werde im ganzen Spiel. Vor, wow, wie sind die sich nicht bewegt? Ist ich auch so ein. Okay, doch nicht. Ich hasse die Viecher, die sich unter Blätter oder unter den Stein verstecken. Und dann. Wow, genau die. Und einem den A-Remplet. So, das sind. Du hältst Arcanum-Kerne. Ihre Wirkung ist geheimnisvoll. Teste sie an vielen Dingen. Öffne deinen Saatbeutel, um sie einzusetzen. Ah ja, ich gebe dem jetzt meinen Samen. Da, Arcanum-Kerne. Schnell wieder aus dem Menü üse, bevor ich noch mehr anstelle. Vergiss nicht, mir Arcanum-Kerne zu geben. Wuhu! Ja, können wir dann nochmal auffüllen? Nein, können wir nicht, okay. Ich glaube, jetzt muss ich zu der Königin Ambi und ihre die verfickte Arcanum-Kerne gehen. Passiert nicht. Kommen wir da nicht. Komm da rein! Ach, ich kann sie eingefrieren und killen. Das ist das ganze Herzlewerk. Und, wow, nein, stirb, so. Hey, das habe ich aber gut gemacht, bin. So, und wieder rufen. Ich frage mich sowieso, der andere mir hat wollen, ein Schild verkaufen. Ein Schild, hallo? Oh, der Spiel hat sich aufgehen. Hallo, du, Wache mit rotem Helm und schon blauem Helm. Ah, die Arcanum-Kerne! Nach denen Königin Ambi verlangt hat. Sehr gut, Kleiner. Ich eskortiere dich zum Palast. Hey, cool. Shortcut und so. Das finde ich voll cool. Gut, Knirpse. Was? Gut, Knirps. Du hast sie gefunden. Folge mir, um Königin Ambi zu treffen. Okay. Einfach mal der andere A-Rempler, egal. Oh, schönen Palast hast du aber. Hey. Hey, Girl. Königin Ambi. Er sagt, er wünsche seine Hochachtung auszudrücken. Er
bringt die Arcanum-Kerne, die Eure Majestät gesucht haben. Lass mich sehen, was er mitgebracht hat. Oh Mann. Ich glaube nicht, dass das was wird zwischen uns zwei. Ich bin viel zu hoch gestochen. Arcanum-Kerne. Naru benötigt Arcanum-Kerne. Mehr als alles andere. Sie wird höchst erfreut sein. Wie lautet dein Name, Knabe? Kuma? Ich belohne dich, Kuma. Mit? Bringt sie her! Aber nicht Nairo, oder? Vielleicht eine Sklavin für mich? Bombe? Kuma, dies ist deine Belohnung. Nimm sie und sei dankbar dafür. Hey, sind wahrscheinlich Bombe. Du erhältst Bomben. Du erhältst 10 Bomben. Ja, fast. Okay. Mein Palast ist sehr weitläufig. Du wirst den Weg hinaus sicher nicht alleine finden. Na, ich auch einfach gerade die Linie, oder? Oh Gott. Ich werde ihn hinaus begleiten. Oder geleiten. Gehen wir, Kleiner. Okay. Ich frage mich auch, was aus dem Palast geworden ist. Wenn wir in der Zukunft sind. Also. Wird der Knabe zurückfinden? Jawohl, Eure Majestät. Oh wow, das sieht nicht gut aus. Es wird ein bisschen kalt. Kuma? Ha, gut gemacht. Erst hast du mich durch die Barriere geschleust und nun bringst du mir Arcanum-Kerne. Naiver Knirps, es ist dermaßen einfach, die Freundlichkeit mancher Leute auszunutzen. Schon habe ich ein potenzielles Problem weniger, das mir in die Quere kommen könnte. Meine Güte, diese Arcanum-Kerne sind ja nicht auszuhalten. Ihr Geruch und ihr Aussehen. Pfui! Nun denn. Königin Ambi, nun dank meiner Kräfte unterliegt dir die Kontrolle des Zeitflusses. Für dich werde ich einen endlosen Tag erschaffen, damit das Volk nie zur Ruhe kommt und sich der Turmbau fortsetzt. Und wenn der Turm an den Himmel stößt, wirst du als die größte Königin, die je gelebt hat, in die Geschichte eingehen. Oh, ich werde bekannt sein als die große Königin. Nairu, Orakel der Zeiten. Erschaffe für mich einen endlosen Tag, sodass die Menschen ohne Rast arbeiten, alt wie jung, so bis an mein Ende arbeiten. Oh Gott. Ah, komm schon, Lady, bitte. Wir kommen dem Zeitalter des Schattens näher. Doch noch ist es zu früh. Der wahre Schatten fällt erst, wenn der schwarze Turm den Himmel erreicht hat und ich die oberste Kammer betrete. Dann wird es soweit sein. Gute Arbeit, Kleiner. Ambi ist höchster Freund. Du darfst nun gehen. Wow. Danke. Immerhin haben wir jetzt Bombe. Oh Gott. Sind wir da in der Fixie? Ich glaube, das ist der Gärtner, oder? Jo. Also, ich frage mich echt. Ich meine, wir haben da einen Fluss, wo jetzt da durchgeht in der Zukunft. Und der Baum ist ganz weg. Und da ist ein bisschen alles anders. Eigentlich ist das total anders. Oh. Kurz so ein bisschen aufräumen. Block. Ein Ring. Okay, ein Ring, aber. Ein Ring. Autsch. Hey, pass auf. Da kommt man nicht an, nichts ahnen aus diesem seltsamen Tunnel. Und dann das. Was täuschst du hier eigentlich? Wer auch immer. Dein Zeugs gehört mir. Gefällt mir gut. Oder was hängt das gesagt? Gott. Hauptsache Rubin. Oh, Herz. Uff, du mieser Kleiner. Das merke ich mir. Ich frage mich, wenn sie Herzen keil hat, heißt das, dass sie auch so eine Herzleiste hat? Hast du gefunden, wonach Ambi verlangt? Ja, schon lang. Also sie hat auch so eine Herzleiste. Also, da frage ich mich jetzt einfach, weil, da könnte ja sie. Du bist immer noch da unten. Ich meine, sich alle verschoben. Hast du gefunden, wonach Ambi verlangt hat? Ja, klar, habe ich es gefunden. Ich bin der Held in dem Spiel. Ich muss. So. Bombe! Bombe! Boom. Du. Und wir gehen rein. Level 2. Flügelhöhle. Ich glaube, wir nochmal noch Lee erkunden. Boah, ja, Lee erkunden und so. Oder den wir uns den Dungeon fürs nächste Mal aufbewahren. Also ich kann euch das mal mit der Erfolg zeigen. Das sind so scheiß Viecher, die man nur so besiegen kann. Zack. Und so. Und zack. Und so.
also für die, die mein anderes Let's Play gesehen haben auf meinem alten Channel, die wissen das vielleicht. Aber, ja. Okay. Und dann haben wir oben wieder den coolen Würfel. Und so wie es aussieht, müssen wir den auf Rot stellen. Bin mir nicht ganz sicher. Oder kann man da drauf laufen? Nein, kann man nicht. Okay. Wir müssen ihn auf Rot stellen. Und zwar nicht so. Das ist nämlich blau. Und zwar so. Ups. Fuck. Da komme ich nämlich nicht. Ah, da komme ich nicht mehr hin. Oder? Warte mal. Jetzt kann ich abrufen. Ja. Okay, ich habe gedacht, ich muss aus dem Raum wieder raus. Wenn ich das jetzt so mache, ist er denn. Ist er denn? Oder ist er nicht? Oder ist er nicht? Er ist nicht, okay. Machen wir einfach nochmal so einen Kreislauf. Das ist jetzt blöd. Ich weiß die Rätsel schon noch, wie es geht, aber. Okay, jetzt habe ich es komplett versaut. Okay, gehen wir nochmal aus dem Ding raus. Oder sagen wir so, wir müssen das nächste Mal machen, hä? Hey. Wir gehen jetzt wieder da an den Start. Wir sehen so, wow, da ist so voll zwischen all deinen Augenviecher. Hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt einen Kommentar, wenn ja, schreibt einen Kommentar, wenn nein. Ja, ich weiß voll, so. Teilen, liken und so Scheiß. Nein, dann will ich nicht. Liken geht, aber teilen. Pff. Wobei teilen auch. Egal, macht wie ihr wollt. Hauptsache, euch hat es gefallen. Das ist die Hauptsache. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.